Ja, hallo, ich bin Robert Behrendt, arbeite beim Mediale Pfade als politischer Bildner und Medienpädagoge und habe die OER-Werkstätten für Lehrkräfte der politischen Bildung in Berlin mitkonzipiert. Ich freue mich, dass heute Theresa Richter hier zu Gast ist bei uns. Sie war Teilnehmerin in diesen Werkstätten, arbeitet als Lehrkraft auf dem Rütli Campus. Und genau. Ich wollte mich mit ihr auch über die Fragen unterhalten, die sehr virulent geworden sind, nämlich wie hat Corona tatsächlich unser Arbeiten in der digitalen Bildung eben hauptsächlich jetzt verändert? Was hat Digitalisierung zu bewältigen gerade? Wie kann sie eingesetzt werden? Wo wird sie gebraucht? Und was müssen aber vor allen Dingen pädagogische Konsequenzen daraus sein? Zunächst mal die Frage an dich, Theresa. Kannst du dich ganz kurz vorstellen und mal mir mit zwei, drei Worten sagen, woran du dich vielleicht an unseren OER-Werkstätten noch erinnerst, Ergebnisse oder irgendwelche Learnings? Ja, ich bin Theresa Richter, bin 29 Jahre alt und unterrichte die Fächer Englisch und Politik an der Gemeinschaftsschule am Campus Rütli. Und ja, ich erinnere mich an die gute Atmosphäre, die wir gemeinsam hatten während der Workshops und vor allem unsere Produktivität und fand ganz beeindruckend, welche neuen Möglichkeiten uns da aufgezeigt worden sind und fand besonders spannend dieser ganze Rahmen der freien Bildungsmaterialien, da einfach mal so reingeworfen zu werden und das fand ich richtig gut. Cool, danke. Zunächst mal die Grundfrage. Wie hat Corona eigentlich deine Arbeit verändert? Was sind so die hauptsächlichen schwersten, schwer oder die, was sind die hauptsächlichen Punkte? Ja, unsere Arbeit wurde natürlich total auf den Kopf gestellt. Besonders mitnehme ich auf jeden Fall aus der Zeit so also die größte Veränderung, dass ich noch mehr versuche, bei der Entwicklung von Materialien und auch bei der Erstellung von Unterrichtseinheiten oder von Unterrichtsstunden darauf zu achten, können das die Schüler bewältigen, noch mehr als sonst? Sind die technischen Hürden, die sich vielleicht ergeben, sind die in irgendeiner Weise meisterbar für die Schülerinnen? Ja, das ist so das, was ich am meisten jetzt noch mitnehme. Also wirklich bei der Aufgabe, bei der Erstellung zu überlegen, bekommen das die SchülerInnen hin, bei all ihren Umständen, die sie zu Hause vorfinden, in ihrer Umgebung, in ihrer Situation. Ja, wie habt ihr es denn geschafft oder habt ihr es geschafft, die Aufmerksamkeit der SchülerInnen über diese vielen Wochen nun auch in digitalen Lernumgebungen aufrechtzuerhalten? Das ist natürlich schwierig, die Aufmerksamkeit zu halten. Das geht nur mit ganz, ganz viel Geduld und Beharrlichkeit und einfach irgendwie dran zu bleiben an den SchülerInnen, also nachzufragen. Das geht über abwechslungsreiche Angebote schaffen, aber eben auch Rituale in den digitalen Angeboten, die man macht, in den Unterrichtsstunden, die man online abhält, dass man feste Zeiten vereinbart und auch transparent macht, was gefordert ist, genauso wie im Präsenzunterricht auch. Aber eben noch ein Stück weiter transparent machen, was man will. Denn wie bereits gesagt, für viele SchülerInnen ist es einfach zu Hause nicht so, wie wir das vielleicht kennen von früher, sondern es gibt einfach viele verschiedene Umstände, in denen sich die SchülerInnen da zurechtfinden müssen. Ja, es wird natürlich viel mit der technischen Infrastruktur auch zu tun haben, sowohl zu Hause als auch in Schulen. Was glaubst du, ist hier von Voraussetzung, beziehungsweise müssen wir vielleicht lernen, in Schule zu improvisieren, wenn es darum geht? Ja, auf jeden Fall. Also flexibel sein muss man sowieso. Wenn man Teil der Schulgemeinschaft ist, improvisieren können muss man immer. Es kann auch im Präsenzunterricht die Technik versagen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie laut auch Forderungen stellen. Wir müssen sagen, was wir brauchen. Aber man darf auch nicht in so einen Jammermodus verfallen. Also wir müssen dann mit dem, was wir haben, auch irgendwie ordentlich arbeiten, dranbleiben und die Ressourcen, die man eben hat, auch gut nutzen. Also Forderungen stellen, aber eben auch nicht zu sehr in das Jammern geraten. Jetzt habt ihr ja einen relativ klaren Plan in der Schule. Der heißt Lehrplan. Der ist natürlich teilweise in Frage gestellt, wenn man die ganze Zeit im Wechselunterricht oder im Fernlernunterricht arbeitet, also teilweise in Frage gestellt. Inwieweit denkt ihr denn jetzt aktuell solches Fernlernen vom Lehrplan her oder denkt ihr auch hin und wieder von der Logik der Werkzeuge, der digitalen Werkzeuge her, die ihr nutzt, so mit
Blick auf kollaborative Arbeit oder wie medial sie sich einsetzen lassen? Wir denken, glaube ich, alle eher so von den Kompetenzen her. Also wir haben immer diese kompetenzorientierte Brille auf und überlegen, wie können wir die Kompetenzen, die der Lehrplan natürlich vorgibt, aber wie können wir die am besten auch umsetzen. Also wenn ich an meinen Englischunterricht denke, denke ich natürlich an Leseverstehen, an Hörsehverstehen und so weiter. Auch das muss ich im Online-Unterricht in irgendeiner Weise umsetzen können. Aber natürlich auch die Sprechfähigkeit, das Kollaborative, die Social Skills, das alles muss ja eingebettet sein. Von daher denken wir von den Kompetenzen, aber eben auch, wenn wir neue Tools entdecken oder wenn wir die empfohlen bekommen, dann denke ich natürlich auch, cool, das möchte ich mal ausprobieren und versuche das dann hinterher irgendwie einzubetten, so dass es sinnvoll ist. Weil natürlich durch die vielen Online-Tools, die es gibt, der Online-Unterricht auch abwechslungsreich wird, spannend und interessant für die SchülerInnen. Inwieweit konnte dich unser Projekt damals, die OER-Werkstatt, die war ja so ein Coaching und ein Workshop, quasi eine Kombination aus beidem. Inwieweit konnte die dich auf die Arbeit in der Krise und das Fernlernen jetzt vorbereiten? Vorbereiten eher nicht, es war ja so währenddessen. Ich habe da ganz viel mitgenommen. Also aus dem Coaching oder aus diesem Zusammenerarbeiten von den Unterrichtsmaterialien, aber auch dieses das Öffnen des Blicks für die offenen Bildungsmaterialien. Also man hat ja als Lehrer immer so eine starre Brille auch auf. Man öffnet ein Word-Dokument und erstellt ein Arbeitsblatt. Dass es eben halt auch anders geht, dass man sich so ein bisschen outside oder out of the box denkt. Das hat das auf jeden Fall bei uns ganz doll bewirkt, bei uns im Team. Wir haben das ja zu dritt gemacht bei euch, dass man am Anfang beginnt und man weiß noch überhaupt nicht, was wird es am Ende. Man kennt das Produkt noch gar nicht, man kann das überhaupt noch nicht begreifen, was es am Ende wird. Und dann einfach auch die Potenziale entdeckt, die es gibt in dem Bereich. Und das hat uns enorm bereichert. Welche Rolle spielen denn diese freien Bildungsmaterialien, die OERs, künftig bei eurer Unterrichtsplanung? Also sowohl in der eigenen Produktion als auch in der Frage der Recherche nach freien Unterrichtsmaterialien, die schon im Netz bestehen? Ich glaube, dass die Rolle immer größer wird, weil ich glaube, dass die Pandemie uns gezeigt hat, wie viel Zusammenhalt es in der Gesellschaft gibt und auch gerade die freien Bildungsmaterialien. Das ist ja im Prinzip, als wenn ich ein großes Lehrerzimmer online betrete und ich kann auf Materialien zugreifen, die verschiedene KollegInnen erstellt haben und sich bewährt haben und die sie mir anbieten. Also das ist ja eigentlich was total Positives und ich glaube, davon werden wir sehr zehren. Und ich finde das total gut, dass durch solche Workshops eben das Feld auch breiter gemacht wird und geöffnet wird, weil ich glaube, in unserem Alltag spielt es leider noch eine zu kleine Rolle. Also wir müssen da auf jeden Fall noch offener für werden und das muss auf jeden Fall publik gemacht werden, dass es sowas gibt. Jetzt haben wir ja auch so ein paar Tools angeguckt, damals in den Werkstätten. Kannst du sagen, was so dein liebstes Tool geworden ist und welches ist eigentlich das, was sind so die Lieblingstools der Schülerinnen, mit denen ihr arbeitet? Also die SchülerInnen habe ich heute nochmal gefragt und für den Englischunterricht benutzen wir einfach super gerne Quizlet. Das ist super zum Vokabellernen. Da kann man auch, man kann Vokabeln lernen im Sinne von digitalen Karteikarten. Man kann Spiele spielen darüber. Und dann gibt es auch so eine Live-Variante. Das ist dann natürlich so ein bisschen wettbewerbsorientiert. Das mögen die total gerne. Also das ist also eigentlich der Dauerbrenner. Und ich benutze auch sehr gerne Mentimeter und Flinga. Flinga ist so ein... Da kann man im Prinzip so ein aktives Tafelbild kreieren mit den SchülerInnen gemeinsam. Also das ist auch eine total gute Methode, um Meinungen einzufangen, aber eben auch Tafelbilder zu generieren. Padlet finde ich auch total gut, hat sich auch sehr bewährt zum Bearbeiten, zum gegenseitigen Texte bearbeiten, zum Texte erstellen. Viele Möglichkeiten, die wir da kennengelernt haben in der Pandemie, auch durch euch, aber auch durch eigene Recherchen oder weitere Fortbildungen. Ja, der Bereich ist ja zum Glück sehr dynamisch, da werden jederzeit immer wieder auch neue Sachen entwickelt. Gleichzeitig stellen sich natürlich auch andere Fragen, vor allen Dingen pädagogisch-didaktische Fragen. Und da wollte ich natürlich auch nochmal von dir wissen, was glaubst du denn ist die kostbarste Ressource in diesem digitalen Lernen und im Fernlernen? Ich glaube, Zeit
und Geduld sind so die wichtigsten Sachen eigentlich, dass wir irgendwie am Ball bleiben, dass ja, das wird jetzt einfach sukzessive, glaube ich, aufgebaut und es wird immer mehr, weil wir einfach lernen und merken, wie wichtig das ist. Und ich glaube, wir nehmen da eine große Verschränkung wahr aus dem Präsenzunterricht, wie wir ihn so kennen, aber eben auch durch die Online-Angebote, die es gibt. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist der Teamgeist. Also, dass man einfach mit vielen Kolleginnen gemeinsam spricht und sich austauscht. Das ist ganz wichtig. Was sind die Hürden? Was sind Probleme? Was lief gut? Was lief schlecht? Denn nur so können wir irgendwie besser werden und noch besseren Unterricht machen für unsere Kids. Ja, Teamwork und Kollaboration, das sind ja jetzt Sachen, die vielleicht nicht gängig waren in der Schule, so wie wir sie kannten, aber vielleicht immer gängiger werden. Im Anschluss daran vielleicht gleich die Frage, wenn wir so einen Blick in die Glaskugel wagen, was denkst du, wie könnte das neue digitale Normal in Schule auch nach der Krise aussehen? Ja, ich glaube einfach noch eine intensivere Verschränkung aus Präsenz und Online. Ich glaube, ganz viel, was wir jetzt online angeboten haben oder auch online gefordert haben von den Schülern, innen, dass wir das mitnehmen in die Präsenzzeit, dass wir Übungen online anbieten, dass wir das fest verankern, dass wir dauerhaft ein festes Online-Angebot haben, obwohl wieder Präsenzunterricht möglich sein wird, irgendwann hoffentlich, dass wir das einfach mitnehmen. Weil ich glaube, das hat sich bewährt, das Trainieren zu Hause, das Zeitschaffen dafür. Und dann können wir im Unterricht, im gemeinsamen Raum des Klassenraums, also nicht nur virtuell, sondern wirklich in Präsenz, nochmal auf andere Dinge eingehen. Und ich glaube, dass dann der virtuelle Raum viel Platz bietet für andere Dinge, für coole, spannende Spielereien, die es gibt, die man online machen kann, für weitere Angebote, für zusätzliches Arbeiten, aber auch für interdisziplinäre Angebote, also für fächerübergreifende Möglichkeiten. Okay, vielen Dank. Soweit erstmal. Vielleicht versuchen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ich habe da so zwei Fragen gerade im Kopf. Zum einen, wenn du dich in, sagen wir mal, in 2 Jahren siehst und zurückblickst auf diese Zeit und sagen wir auch die ganzen Herausforderungen, alles, was schiefgelaufen ist, sich dann so ein bisschen gelegt hat. Und du denkst darüber nach, was hat Corona eigentlich damals für uns als Lehrkräfte getan? Was meinst du, könntest du in 2 Jahren antworten? Ich glaube, dass es sehr viel Ungerechtigkeit, sehr viel Bildungsungerechtigkeit an den Tag gebracht hat, aber eben auch, unsere technischen Ressourcen sind einfach super schlecht teilweise gewesen. Also bei uns an der Schule geht es. Wir haben da eine Schulleitung, die sich da auch gut eingesetzt hat und wir haben viele Smartboards, viele Möglichkeiten, aber ich glaube, es gibt trotzdem natürlich noch Schulen, die sind viel, viel besser ausgestattet, aber es gibt eben auch Schulen in Deutschland, die sind sehr, sehr viel schlechter ausgestattet. Ich glaube, dass wir in der Technik einfach noch ganz, ganz, ganz viel machen müssen, in der technischen Ausstattung der Schulen, dass wir da echt geschlafen haben eine ganze Zeit lang und dass da sehr, sehr viel noch passieren muss, damit in Zukunft einfach besser laufen kann. Genau, und dann die zweite Frage, die sich daran anschließt. Gesetzt den Fall, wir haben die ganze Technik da, sowohl in der Schule als auch zu Hause, als auch bei den Lehrkräften. Alle sind fit damit. Wie könnte so eine Didaktik dann aussehen? Du hast es schon 2, 3 Fragen angedeutet oder besser gesagt, wie sind die Wege hin zu so einer Didaktik des Digitalen? Natürlich muss das im Studium schon geschehen. In der Lehrerausbildung muss ich da noch ganz, ganz viel tun. Also das hatten wir in der Referendariatsausbildung gar nicht. Also als Lehramtsanwärter hat das keine Rolle gespielt. Aber natürlich auch in der Weiterbildung, in der Fortbildung der LehrerInnen muss da ganz viel geschehen. Also ich glaube, es braucht verbindliche Angebote. Ich würde fast sagen, es könnte eine Dienstpflicht werden, dass man sich digital da auch weiterbildet und dass man irgendwie so on track bleibt und immer up to date. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, weil es wird nicht komplizierter, aber es kommt immer mehr dazu. Und es gibt viele, viele Potenziale, die wir gar nicht nutzen. Bisher und damit wir sie nutzen können, müssen wir eben auch ordentlich ausgebildet werden und das fehlt leider an ganz vielen Stellen.
Das heißt, du würdest für so ein lebenslanges Lernen der Lehrenden plädieren, oder? Ja, total. Also warum sollten wir das predigen unseren SchülerInnen, wenn wir das dann selber nicht vorleben? Also ich finde, wir müssen da auf jeden Fall, wie gesagt, mit gutem Vorbild vorangehen, uns öffnen für die Sachen, die neu für uns sind. Und ja, denn ich glaube, das macht eigentlich auch total Spaß. Das ist ja das, was ich aus der OER-Werkstatt mitgenommen habe, dass man sich erstmal so denkt, oh Gott, wie schaffe ich das jetzt noch mit den Workshops? Es kommt jetzt nochmal so on top zur Unterrichtszeit und Planung. Und dann geht man da raus und denkt sich, cool, da habe ich irgendwie was Neues geschaffen. Das ist vielleicht nicht perfekt, aber man kann dran arbeiten und man bleibt irgendwie dran und es erweitert den eigenen Horizont und man lernt irgendwie Neues dazu. Ja, cool, das freut mich. Allerdings haben wir natürlich auch mit euch ein tolles Team gehabt. Muss ich auch nochmal zurückgeben. Hat auch tatsächlich mein Lehrerinnenbild nochmal stark verändert. Ich hatte irgendwie noch eins im Kopf, das stammte, glaube ich, aus meiner eigenen Schulzeit. Und dann festzustellen, dass dort einfach wirklich auch coole Leute, die interessiert sind und die ausprobieren wollen, vor mir sitzen, die einfach auch begeisterungsfähig sind. Hat auch mir unglaublich Spaß gemacht. Insoweit kann ich das auch gern zurückgeben. War ein toller Workshop. Ja, das war's. Theresa, vielen Dank für das Interview. Gerne. Ich hoffe, du kommst weiterhin gut durch die Zeit und nimmst das Beste mit raus und lässt das Schlechte zurück. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön.